Jetzt wollten wir mal eben hier zum Wilson. Der war ja hier, ne? Nee, das ist hier. Genau. Pass auf. Wegen Grace. Grace hat deinen Verlobungsring erhalten. Und? Wie hat sie reagiert? Sie war überglücklich. Ich glaube, sie vermisst dich ziemlich. Wirklich? Oh Mann! Wenn mein Auftrag hier erledigt ist, kehre ich zurück. Ich hätte es an deiner Stelle nicht so eilig. Ah, sie hat auch ihre guten Seiten, glaub mir. Bevor du gehst, hier, nimm den Diamantschleifer. Ich stehe zu meinem Wort. Danke, sonst wäre ich hier auch nicht von der Stelle gewichen. Ja, ich weiß. Ein Deal ist ein Deal. Exakt. So, Küster folgt die Diamantschärfer. Diamantschärfer erhalten. Vielen Dank. Dass er hat ihn, dass er zu seinem Wort dann auch steht. Weil der ist ja jetzt nicht gerade billig, ne? Hier. Ich habe hier etwas Eisen für dich. Immer her damit! 5. Danke. Hier hast du das Gold. 125 Gold lässt er springen für 5 Klumpen Eisen. Ich weiß nicht, wir brauchen vielleicht selber noch was. Wenn wir noch schmieden wollen, vielleicht können wir von ihm ja schmieden lernen. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Also schmieden lernen 2000 Gold. Die Muskete und so weiter. Und das ist das, was wir am ehesten nochmal verwenden. Das nehmen wir nochmal mit. Ich möchte besser mit Musketen schießen können. Das Stichwort ist üben, üben, üben und nochmals üben. Aber es gibt durchaus ein paar Tricks, die ich dir verraten kann. Deine Atmung zum Beispiel. Achte immer darauf, dass du vor einem Schuss ausatmest. Das lässt dich ruhiger werden und du verziehst die Muskete nicht so stark. Ja, vielen Dank für den Tipp. Also wir könnten jetzt Muskete noch steigern, wir könnten kritische Treffer steigern, Talismane herstellen und so weiter. Ich würde mal mit Schmieden beginnen. Wir haben ja so ein paar Waffen da schon gefunden. Ein paar Teile. Bring mir bei, wie ich Waffen schmieden kann. Okay. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken hier auf unseren Goldbeutel. Was hat denn er noch im Angebot? Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Kriegshammer hier, ne? Hiebwaffen, Schaden 35 bis 90. Kann man zu einem Geisterhammer noch aufwerten. Schaden 40 bis 95. Todesstoß. Eine Langaxt ist auch Hiebwaffen, ne? 35 bis 90 Hiebwaffen plus 5, der Kriegshammer. Hiebwaffen plus 10. Schattenspiel. Drachenfeuer, das ist hier. Schrotflinte. Also er hat schon auch ordentliche Sachen hier am Start, ne? Also mit dem Kriegshammer können wir uns mal überlegen. Mal ein bisschen auf die Kohle mal achten hier, ne? So, hat er denn hier eine Schmiede? Hier hat er eine Schmiede, ne? Wir könnten ja mal eben sehen. Wir haben ja hier diese Teile. Hier Klinge Wunderreißer. Und Schwertgriff Wunderreißer. Das ist die abgebrochene Schwertklinge des legendären Schwertes Wunderreißer. Zusammen mit dem Griff kann man Wunderreißer neu schmieden. Das ist ja eine Quest, ne? Ist zwar jetzt nicht so die
wahnsinnig tolle Waffe, aber wir machen das mal. Questerfolg, Schmiedewunderreise neu. Das bringt nämlich 400 Ruhmpunkte. Und haben wir hier das Krönungsschwert. Das macht Schaden 45 bis 90. Das ist ein ordentliches Schwert. Ja, das können wir auch wieder herstellen. Goldwert 1000, Kalados Krönungsschwert. Die Klinge Kalados. So, das machen wir auch mal eben. Du kannst Magie steigern. Haben wir das Krönungsschwert erhalten. Dann haben wir hier das Schattenspiel. Das ist ja auch Schwerter. Das könnten wir zu einem Weltenspalter aufwerten. Ja, das machen wir mal. So, und die Stoßklinge. Hier mit Silberteller, ne? Da brauchen wir auch dieses ganze Kleinzeugs auch. Ne? Da können wir auch nochmal hier Eisenerz haben wir ja. Können wir auch nochmal eben hier aufwerten. Den Degen. Den können wir zu einem Kriegsdegen aufwerten. Wir haben schwarze Perle, haben wir. Wir haben das Eisenerz. 10 Stück haben wir. Degen haben wir auch. Hier die Azurklinge, die sieht ja auch großartig aus. Plus 10. Die geflammte Klinge hier zur ewigen Flamme des Stichwaffen. Und gut, die werden wir nicht verwenden. Kann man höchstens verkaufen dann irgendwie, ne? Feuerring, Rubin, das haben wir ja alles. Hier den Wellenkamm. Das ist ja auch wieder hier Stichwaffen, hier 800 wert. So ein Blitz. Goldwert 900. Saphir. Die Streitaxt. Wollen wir zu einer Streithacke aufwerten. Und das machen wir mal. Den Wellenkamm machen wir auch mal. Die geflammte Klinge kann man zu einer ewigen Flamme aufwerten. Das Magierflorett. Lassen wir mal. Also jetzt haben wir hier eine ganze Menge Waffen. Hier ist noch eine Truhe, aber ich denke mal, da gehen wir jetzt nicht bei, ne? Weil der Wilson, der hat uns hier so viel geholfen. Ich würde versuchen, ihm ein paar Dinge zu verkaufen. Jetzt wollen wir mal eben sehen, was verwenden wir denn jetzt wirklich? Wir haben rechte Hand momentan ausgerüstet. Den Kniebrecher. Hiebwaffen 30 bis 60. So, da hätten wir ja im Prinzip der Weltenspalter ist besser. Wir sind ja auf Hiebwaffen, sind wir ja spezialisiert. Da haben wir das Zepter der Ahnen. Das ist ja hier Voodoo-Magie. Das macht ja noch einen Bonus. Das ist ja hier das, ja, die Waffe, die wir ja von den Eingeborenen bekommen haben. Das Krönungsschwert mit 45 bis 90 ist wirklich ein ordentliches Schwert. Der Weltenspalter ist auch ein Schwert, das Langschwert, die Schattenklinge ist auch Kategorie Schwert, der Degen
ist auch Kaderü-Schwert. Der Kniebrecher ist Hiebwaffen. 30 bis 80. Das ist die beste Hiebwaffe, die wir haben. Hiebwaffe plus 5. So. Ja, wir könnten natürlich versuchen auf Schwerter, weil wir sind die Fähigkeiten, die wir haben, sind ja hier. Schwerter haben wir 110, da sind wir ja auch nicht so schlecht aufgestellt. Wir hatten uns ursprünglich ja mal auf Hiebwaffen spezialisiert, wir könnten natürlich auch auf Schwerter dann gehen. Ja, wenn wir das Krönungsschwert anlegen. Der Kniebrecher. Zippt er da an, wir haben Streithacke. Hiebwaffen plus 10. Der Enthaupter. Der Blitz ist Stichwaffe. Hat auch Stichwaffen plus 10, ist auch eine gute Waffe. Die Geisterklinge. Ewige Flamme. Also ich denke mal, ja, Wunderreise, dass wir die kleinen Waffen hier, alles, was hier unter 80 ist, also dass wir die Geisterklinge behalten, beziehungsweise den Blitz, wir behalten nur die besten Waffen. Die Waffen plus die Streithacke ist nicht schlecht, hier der Kniebrecher ist besser und dass wir die, so dass wir hier die beiden hier meinetwegen behalten. Oder wenn das Krönungsschwert mal das anlegen, das ist ja auch ein gutes Schwert, ne? Mal sehen, was macht das denn für einen Eindruck hier? Das ist gar nicht mal so schlecht. Was willst du mit der Waffe? Ja, ich will nur mal ausprobieren. Geht doch. Gar nicht mal schlecht. Dass wir hier die einfachen ihm jetzt einfach mal verkaufen, ne? So, pass auf. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Gleich können wir das. Und zwar verkaufen. Ausrüstung des Pansels Meisterschwert. Weg. Fechtschwert weg. Scheibendegen weg. Degen. Ja, kann auch weg. Rapier. Wunderreißer weg. Das Magierflorett auch weg. Wir behalten im Prinzip nur die Geisterklinge. Von den Stichwaffen, ne? Beziehungsweise wir brauchen eigentlich nur den Blitz. So, dann haben wir hier die 55 bis 85 Stichwaffe, dann haben wir den Streitkolben weg. Enthaupter weg, Streithacke weg. Das Zepter der Ahnen behalten wir, weil das ist ja hier unsere Waffe hier von den eingeborenen Kniebrecher, den behalten wir auch. Aber da sind wir gar nicht so gut bei den Hiebwaffen, ne? Nochmal den Offiziersdegen mal weg, Schattenklinge auch weg. So, den Weltenspalter. Ja, das, Krönungsschwert ist natürlich. Ja, der hat zwar jetzt hier Schwerter plus 5. Komm, Weltenspalter weg. Dann haben wir hier 12.000 Gold. Von den Flinten nehmen wir auch die Jagdflinte weg. Drachenfeuer, wir haben ja. Achso. Die Expeditionsflinte ist ja Muskete. Kampfbüchse ist Schrot und wir haben den hier Drachenfeuer. Kommen wir noch hier zum Wolfsdrachen. Hier mit Schaden 8 bis 80 hier noch aufwerten. Schrotflinten, das ist ja auch eine heftige Waffe. Nehmen wir mal hier die Kampfbüchse weg. Von den Armbrüsten. Das lassen wir alles.
Ja, so machen wir das ja. Erstmal hier Handel akzeptieren. So. Gut. Jetzt wollen wir eben zum Eldrick. Ja. Was hat er da noch? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? So, Alchemie steigern, das lassen wir mal. Bleiben wir mal bei unseren Voodoo-Geschichten. Und jetzt war da doch noch hier dieser. War das nicht hier dieser Dietrich oder was das da noch war? Hier, ne? In einem Bauernhaus. Das ist da oben. Das Kristallportal auf Takarigo haben wir ja auch noch auf dem Schirm. Holen wir uns mal den Dietrich. Und dann kümmern wir uns mal um die grünen Feuer. So, Edward ist mit im Schlepptau. Und wir müssen dann da lang. Hier einmal bei der Mühle vorbei, hier hinten durch diese kleine Mini-Hülle und da ist dieses Haus. Da waren wir eigentlich auch schon mal. Haben wir nicht genau hingeschaut. Nee, Moment. War das nicht hier oben? Da war doch hier dieser Durchgang, oder? Wie war denn das hier nochmal? Nee, Moment. Hier ging's nicht weiter.